Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir, wie schon im Part davor, Crocs gesammelt und sonst eigentlich nichts viel anderes getan. Wir haben Fein getroffen, keine Ahnung wie der Typ eigentlich heißt. Der uns die letzte große Fee entsperren wird. Und um den werden wir uns, denke ich mal, im heutigen Part kümmern, nachdem wir hier unten alles erledigt haben. Also diese 5 Crocs und der eine Schrein. Man hört es vielleicht schon, ich bin krank. Yay. Schon wieder. Das wird mich nicht wieder vor dran hindern, Videos aufzunehmen, weil ich frage mich jetzt sicherlich, warum kann man denn Mittwoch, Freitag und Samstag keine Videos. Am Mittwoch lag es daran, dass ich keine Zeit hatte. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn keine Videos kommen, dann liegt es selten daran, dass ich einfach zu faul bin, Videos zu machen. Sondern, weil mir etwas anderes dazwischen kommt. Deswegen konnte ich nur ein Video aufnehmen. Dort habe ich mich dann wiederum entschlossen, das am Donnerstag hochzuladen. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich noch relativ gesund gefühlt, oder? Dann aber. Am Freitagmorgen stehe ich auf, also eigentlich hatte ich dann vor, auch noch ein Video am Freitag zu bringen, dann hätte ich das einfach am Freitagabend aufgenommen. Und ich sehe schon, den Schrein. Das wird eine Schreinquest. Auf jeden Fall, das war der Plan. Hat aber nicht ganz hingehauen, weil als ich am Freitagmorgen aufgestanden bin, habe ich so ein ekelhaftes Kratzen in meinem Hals gespürt. Ich dachte mir schon so, ich könnte krank werden. Hab mir aber dabei nichts gedacht. Dachte mir so, na, das geht vorbei, weil ich stehe manchmal öfters am Morgen auf mit Kratzen im Hals. Und werde nicht krank. Das wiederum war eigentlich ein Vorzeichen schon. Hey, Ermin, du wirst krank. Und ich habe wieder vom Leben einen Mittelfinger kassiert. Auf jeden Fall, am Freitagabend ging es dann nicht zum Aufnehmen wegen meinem Hals. Es hat übelst gekratzt. Und ich wollte auch schauen, dass ich so wenig wie möglich eigentlich spreche. Und dort musste natürlich auch das Video aufnehmen, darunter leiden. Sorry, deswegen nochmal. Samstag wiederum ist eine ähnliche Geschichte. Weil dort ist es dann noch schlimmer geworden. Halsschmerzen bis zum geht nicht mehr. Habe halt keinem davon was gesagt. Weil ich dachte, es geht ja vorbei. Dann hat man es angefangen rauszuhören und am Abend hatte ich eine verstopfte Nase. Perfekt, oder? Und ich kann jetzt wieder aufnehmen. Mein Hals tut halt nicht mehr weh, nur meine Nase ist, man hört es, glaube ich, ist ein klein wenig verstopft. Oh mein Gott, ich dachte, ich kann aufnehmen. Aber egal. Meine Nase ist halt verstopft. Man hört es, denke ich mal, auch. Sorry dafür. Aber sollte, wenn ich Glück habe, vielleicht in wenigen Tagen schon vorbei sein. Ich schätze mal, vielleicht am Mittwoch sollte es mir dann wieder gut gehen oder so. Keine Ahnung, vielleicht am idealsten wäre natürlich Mittwoch, Donnerstag. Ist das mit der Quest verbunden? Oder ist das der Croc? Ich glaube, der Stein ist mit einer Quest verbunden, ja. Ein Moment mal. Der Kristall gehört mir, den darfst du nicht einfach mitnehmen. Was ist da los? Warum leuchtet der plötzlich? Oh, Verzeihung, kann ich dir helfen?
Nirgends gibt's so viele Wildpferde wie hier. Man kann sie auch aus nächster Nähe erleben. Ach, ich sag's gerade heraus, für mich sind Wildpferde einfach das Größte. Also bin ich hierher gegeistert. Unter uns Pferdefreunden, bevor ich mir wieder ein Wildpferd ansehe, gebe ich dir noch einen heißen Tipp. Kennst du die abgebrochenen Stelle des Berges am Felsenschrein? Ein Stück unterhalb von hier, wo die Ruine hinfiel. Der merkwürdige Kristall ist da runtergekommen. Ich habe ihn gleich mit entdeckt. Sieh nur, wie er glitzert. Er würde toll aussehen, wenn man sein Pferd damit schmückt, oder? Man könnte ihn statt einem Reiter in den Sattel setzen oder einem am Geschirr anbringen. Ich sehe es direkt vor mir umwerfend. Kann ich ihn haben? Ah, verstehe. Du möchtest dein Lieblingspferd damit dekorieren. Das kann ich gut nachvollziehen. Doch einen so wertvollen Kristall kann ich dir nicht einfach so überlassen. Da fällt mir was ein. Ich habe mal ein Gerücht darüber gehört, dass es in dieser Gegend ein riesiges Pferd geben soll. Ich wünschte, ich könnte dieses Riesenpferd mit eigenen Augen sehen, aber bisher hatte ich kein Glück. Hör zu, dir liegt ja genauso viel an Pferden wie mir, also hätte ich da einen Vorschlag. Wenn du mir dieses Riesenpferd zeigst, darfst du gerne meinen Kristall haben. Ich habe keinen Schimmer, wo es sein könnte, also frage ich am besten an einem Stall, bevor du dich auf die Suche machst. Wartet. Ja, mich hat's voll erwischt. Hier ganz in der Nähe liegt der Stall der Hochebene. Geh einfach auf der Straße nach Osten. An einem Stall versammeln sich immer Leute. Da findest du bestimmt jemanden, der etwas weiß. Ja, perfekt. Riesenpferd. Ganons Riesenpferd ist hier. Da. Das Problem ist aber auch, ich habe mal was davon gehört, dass es anscheinend so eine Kreuzung zwischen dem Schimmel und dem Riesenpferd gibt. Es sieht so aus wie ein Super Saiyan Pferd. Und ja. Perfekt, Bro. Und ich dachte, wir können den Schrein auf ganz entspannt machen. Aber ich habe nichts dagegen. Wenigstens muss man dann für den Schrein was machen. Ein Riesenpferd, das in der Gegend chillt. Ich denke mal, wir fragen beim Stall nach. Oh, perfekt. Also wirklich, besser timen kannst du es, denke ich mal, auch nicht. Dann behalte ich mal den Stall im Hinterkopf. Wir gehen jetzt aber erstmal zu dem einen Typen. Was wolltet ihr eigentlich nochmal sehen? Das habe ich vergessen. Oh Mann. Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, was der Typ sehen wollte. Das sollte aber in der Quest aufgelistet, also in den Quests aufgelistet sein. Wo ist mein Pferd? Das ist die Dingspünktchen-Quest. Da. Ah nein. Getrennt im Gerudo-Tal. Ist auch nicht das Richtige. Oder gehört das zu Episoden? Warte, ja, das gehört zu Episoden. Schleichwürmchen will der Typ haben. Wir haben 8 Stück. Dann gehen wir kurz nach Kakariko. Wie viel Uhr ist? Okay, es wird Nacht. Schleichwürmchen gibt's in Kakariko. Und wo wir schon dabei sind, nach Kakariko wollte ich sowieso ohnehin schon gehen. Nicht nur wegen dem einen Herz, sondern auch wegen einer Rüstung, die wir uns jetzt leisten können. Apropos, falls ihr euch fragt, woher ich die ganze Kohle habe. Ich habe sehr, sehr viele Leunenhufen verkauft. Sehr, sehr viele. Ich habe jetzt nur noch 50 im Inventar. Die sind 50 Rubine wert. Einer ist 50 Rubine wert. Deswegen verkaufe ich die auch.
Das ist richtig easy, das ist ein richtig leichtes Geschäft. Wir werden jetzt nicht nur geheilt, sondern wir kriegen auch ein Herz Plus. Und dann fehlen uns nur noch 1, 2, 3, 4, ich glaube 5 Herzen und dann haben wir's. Nein, 4. 4 mal 4 gibt 16. Nur noch 15 Schreine. Das ist die Boutique, ja. Hier drüben haben wir nämlich das Leuchtknochen. Also das Leuchtset. Das war extrem teuer zum damaligen Zeitpunkt. Mittlerweile können wir es uns leisten. Ist aber ein übelst hässliches Set. So sieht's aus. Du brauchst Leuchtsteine dafür. Und es leuchtet. Hat, glaube ich, aber keinen Bonus. Also Set-Bonus schon. Vom Set-Bonus weiß ich schon im Voraus. Also den Set-Bonus kenne ich schon. Das sollte nämlich Boost auf Knochenwaffen sein. So, Schleichwürmchen sollten aber in Kakariko spawnen. Ja. Come on, nein. Und dort drüben ist noch eins. Ich habe jetzt keinen Bock, meine Rüstung extra für die Schleichwürmchen wechseln zu gehen. Mann. Die sollten aber an verschiedenen Stellen spawnen. Und nicht nur dort oben. Denn anscheinend haben wir gerade nur dort oben Glück. Haben wir die jetzt wirklich alle verscheucht? Weil es gibt halt diese Fake-Teile, die schwirren auch rum. Oh Mann, das ist belastend. Kaufen kannst du die, glaube ich, auch nur bei Terry. Falls er die überhaupt anbietet. Ich dachte... Dann habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Ich dachte, Kakariko sei übersät mit denen. Und vielleicht halte ich auch zu sehr am BOTW fest. Schleichwürmchen sollte es aber auch noch in jedem beliebigen Wald geben. Soweit ich weiß, sind die nicht, haben die ein Regenproblem. Schwertkäfer, habe ich ein Bild von dir? Nein. Tatsächlich nicht. So, nehme ich mit. Aber ich glaube, die Schleichwürmchen haben tatsächlich ein Problem mit Regen. Die sind auch in dem Wald unten gespawnt. Das weiß ich. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch noch bei dem einen Stall nur kurz den Brunnen aktivieren. Damit er auf der Map eingezeichnet ist. Uns fehlen tatsächlich nur noch 15 Schreine. Das ist echt krass. Wenn man wirklich mal daran so zurückdenkt. Und einer muss ja noch in... Also mindestens einer muss ja noch im Archipel sein. Weil den hochebenen Archipel haben wir ja auch noch nicht erledigt. Ja, Mann, ich glaube, wir müssen uns beeilen. So, perfekt. Angekommen, bevor es anfangen konnte zu regnen. Ja, sorry, dass wir das jetzt in einem Part machen. Ich wollte das eigentlich off-cam machen. Ja, dann können wir wenigstens die letzte 4 abpacken. Die Kochkelle hatte ich noch nie. Dann habe ich höchstwahrscheinlich irgendwann mal was von wegen gesagt, ey, die ist zu schwach, denn die hat nur Stärke 3. 4.
4. Ist aber echt eine schwache Waffe. Und ich frage mich, warum man die auch freiwillig benutzen sollte. Dort geht's ja noch weiter. Hä? Im Brunnen ist noch ein Brunnen. Tatsächlich. Und in dem Brunnen ist noch ein Brunnen. Ich habe ja mal... Oh, fern. Ich habe ja mal den Joke gemacht, ich als Entwickler. Ich wäre so am Arsch. Ich würde die ganze Zeit einen Brunnen in einem Brunnen platzieren. Oh mein Gott. Und es muss natürlich ausgerechnet immer wieder jetzt anfangen zu regnen. Hey, ja, da habt ihr's. Jetzt farmen wir wenigstens nicht mehr die ganzen Crocs. Also, jetzt klappern wir nicht mehr die ganzen Crocs ab. Jetzt klappern wir ganz Hyrule ab auf der Suche nach diesen dreckigen Schleichwürmchen. Ich weiß, ich hatte auch übelst Probleme damals, als ich für das Ninja-Set gefarmt habe. Die sollten halt wirklich in jedem Wald zu finden sein. Und auf der Ebene ist halt vorwiegend schönes Wetter. Das ist halt das Positive. Wisst ihr, was ich aber am witzigsten finde? Die Hyrule-Ebene war in BOTW eigentlich so vom Stärke-Level her extremst hoch. Zumindest am Anfang. Also vielleicht nur eine Reckenfähigkeit hattest du oder so und noch keine richtigen Herzen. Also noch keine richtige Herzensanzahl. Dann war die Ebene wirklich einer der gefährlichsten Gebiete. In Tears of the Kingdom wiederum ist die Hyrule-Ebene, meiner Meinung nach, das ruhigste und friedlichste Gebiet von allen. Was ich aber schade finde, ist, dass das Plateau an Relevanz verloren hat. Ich meine, klar, es gab wirklich eine extrem coole Quest. Da drüben. Es gab wirklich eine extrem coole Quest und so, aber trotzdem. Das Plateau und vor allem der Schrein des Lebens hätten in meinen Augen eine größere Rolle spielen müssen. Der Schrein des Lebens hätte nicht abgebaut werden dürfen. Der hätte von mir aus gerne so noch bleiben können. Wie er in BOTW war. Ich meine, klar, man will jetzt halt die Shika-Technologie wegmachen. Shika-Technologie gleich böse. Und so hat Hyrule 100 Jahre lang Zerstörung gebracht. Kann man verstehen. Aber ich finde es trotzdem so ein klein wenig schade. So, da ist der Typ. Ich könnte schwören, dass ich in deiner Tasche gerade etwas leuchten gesehen habe. Hast du etwa meine Glühwürmchen dabei? Falls du 10 weitere Schleichwürmchen für mich hättest, könnte ich meinen Baum in voller Pracht erstrahlen lassen. Klar, ich habe welche. Ah, echt, für mich? Ganz ehrlich? Das Licht zieht noch weitere Glühwürmchen an und ich habe ja auch schon ein paar gesammelt. Mit allen zusammen werde ich den Baum erstrahlen lassen, als sei er einem Märchen entsprungen. Vielen Dank. Und, also ich weiß ja, du hast mir gerade einen riesen Gefallen getan, aber dürfte ich dich um noch etwas bitten? Wärst du vielleicht so super lieb und würdest heute hierher bringen, solange es dunkel ist? Falls es dir heute partout nicht passt, kannst du sie auch in einer anderen Nacht hier bringen. Ja, kann ich machen. Also eine kleine Frage, ist das seine Freundin oder hat er einfach nur einen Crush auf die? Doch. Ja, ist die richtige. Oh, guten Abend. Fan ist noch nicht zurück, obwohl es schon dunkel ist. Wo kann er nur sein? Kommst du mit? Bro, also Link. Sag niemals zu einem Kind, ey, komm schnell mit.
Wieso sagst du, komm schnell mit, sag doch, ey, ich weiß, wo Fane ist, der will dich kurz sprechen. Gut, aber wo gehen wir denn hin? Die folgt mir jetzt halt wirklich. Also, ich denke mal, du kannst hier schon extrem witzige Sachen mit... entschuldige, aber es regnet doch. Ich weiß zwar nicht, wie, wo und wie wir hingehen. Moment. Es regnet jetzt? Ich hasse euch. Nintendo. Ihr und euer Dreckswetter, Mann! Nein! Ich glaube, ich habe auch keine Holzbündel. Jo. Dann halt! Selbst schuld. Und eure Kühe jage ich auch noch gleich in die Luft. Bam. Sorry, ich weiß, der Stall kann eigentlich dafür nichts. Trotzdem regt mich sowas immer wieder enorm auf. Okay, keine Ahnung, was ich gerade mache. Wobei, lasst mich mal eine Sache schnell ausprobieren. Wenn ich das so mache. So entsteht ja eine riesige Flamme. In einem Stall, wie es aussieht, nicht. Perfekt. Weil ich wollte austesten, ob ich mein Feuerding reinwerfen kann. Also mein Feuerholz. Okay. Okay. Dann machen wir es bis Abend, weil Fane hat gesagt, am Abend. Obwohl, das ja auch eigentlich... Also... Nehmt euch kein Beispiel an ihr. Geht niemals, wenn es Abend ist, raus... Also, wenn euch ein Typ fragt, kommt mal mit und es ist Nacht, geht niemals mit. Vergiss das. Hier, apropos, außer, allgemein geht nie mit fremden Leuten mit. Ah, du bist zurück, sollen wir noch einmal losgehen? Ja, komm, schnell mit. LOL, die reagiert sogar drauf. Na komm mit, ich mach dir nichts. Link ist ein Ehrenmann. Hierhin. Mach schneller. Hier? Oh. Lol. Oh, ist das schön. Wow, okay, das war richtig schön. Hui, er sieht nicht ganz so aus wie auf den Bildern in den Märchenbüchern. Er sieht genauso aus, wie ich ihn mir erträumt habe. Vielen, vielen Dank, so schön hätte ich ihn mir selbst in meinen Träumen nicht vorstellen können. Ich bin so glücklich. Schön. Glücklich, hurra, gehört sie, hat glücklich gesagt. Heite ist glücklich. Ich hab's geschafft. Ich hab kein Nasenbluten und Heite zum Lächeln gebracht. Sorry, das musste jetzt sein. Einmal reicht mir nicht. Oh nein, ich werde nicht ruhen, bis Heite noch einmal so lächelt. Und dann nochmal. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich lauf zurück und spiel wieder im Ensemble zügellos. Dann werde ich berühmt und spiele noch bessere Musik und sehe die ganze Welt und hab was zu erzählen. Okay. Oh, der gibt sogar Maxi Edeltrüffel. Nice. Okay. Dann gehen wir jetzt hier hin. Und holen uns endlich die letzte Fee ran. Das hat aber auch gedauert. So. Eigentlich wäre es echt nicht dumm gewesen, hätte man das in der Dungeon-Reihenfolge gemacht. Erster Dungeon, erste Fee, zweiter Dungeon, zweite Fee, dritter Dungeon, dritte Fee, vierter Dungeon, vierte Fee und dann fünfter Dungeon, keine Ahnung.
Wo sind sie? Da. Komplett, komplettissimo. Oh, mein Reisender, freuen Sie nur. Nein, hör nur, Fein ist wieder da. Das Ensemble hat seinen Flötenspieler Fein wieder. Wer hätte gedacht, dass die Liebe war, die Fein von uns weggelockt hat. Romantisch, romantissimo und beneidenswert. Du würdest aber gut zu den Goronen passen. Wie dem auch sei. Im Einklang mit Fains fröhlichen Flöten wird das Ensemble zügellos ganz große Töne spucken. Wenn nur ein einziges Mitglied fehlt, geht es einfach nicht. Es müssen alle an Bord sein und zusammen sind wir das Ensemble. Nein, das Grand Ensemble zügellos. Du hast uns aus dem finsteren Moll zurück zum glorreichen Dur geholfen, Reisender. Danke, danke, danke. Und nochmal Dankissimo. Fünfmal denken wir dir, einmal für jede einzelnen von uns danken wir dir. Also gut, meine Herrschaften, das ist ein neuer Start für das Grand Ensemble zügellos. Unser Auftritt soll alle großen Fähren, nein, alle Reisenden, nein, nein. Unser Auftritt sollen alle Leute auf der Welt mit sanften Klängen glücklich machen. So. Ach, was plaudere ich hier wieder ganze Opern. Aber ich bin einfach so froh. Übrigens, machst du dir Sorgen um die große Fee? Ja. Cäsar. Ja, ich weiß, dass die dort oben ist. Umwegsdingsgelände. Okay, ich weiß, wie ich das löse. Auf meine Art und Weise. Ey, aber wir haben die Sonanium-Rüstung. Ich kann sowas. Okay, wir werden dort stehen. Die sind, glaube ich, nicht dumm, wenn wir die wählen. So. Ah, tiefer rein. So, jetzt. Wir machen so. Also, die kommen jetzt links und rechts. So. Dann machen wir Antrieb von hinten. Dass die dann überhaupt nicht so, wie es eigentlich die Vorlage vorschreibt. Was wäre noch nicht so dumm? Wenn wir es dran machen würden. So ein Stehaufmännchen. Weil ich weiß ja nicht. Nee, ich denke mal, so wird's passen. Meine Nerven. Ich fahre euch. Werden die sich jetzt beschweren, dass wir fliegen und nicht fahren? Steuern. Sonanium-Rüstung anziehen, weil das wird gerade ein krasser Energieverbrauch, schätze ich mal. Und let's go. Es funktioniert! Es funktioniert! Okay, wir landen ganz langsam. So. Reicht das denn nicht? Okay. Große Fee, wir sind da. Wie das aussieht. Hä? Bitte die Fernfeen, Ohren spitzen und gut zu hören, ja? Jetzt spielen wir. Bruder, aber war das gerade geil. Das war zu geil.
Ich bin immer noch überzeugt, dass dieses Team in irgendeinem The Legend of Zelda drin war. Oder bilde ich es mir einfach nur ein? So, ich denke mal, das war die deutlich witzigste Fahrt, die wir jemals hatten. Dort ist der kleine Monster Truck, also das kleine Militärsfahrzeug dort, was wir gemacht haben bei dem Schneeding. Nichts dagegen. Das war legendär. So. Cäsar. Heißt die Cäsar oder Cäsar? Wie soll man die nennen? Jo. Ah, ihr habt... Okay, doch nicht. So. Den ganzen Text kennen wir eigentlich schon vom ersten Mal. Die reden jetzt einfach nur von wegen, komm doch gerne mal vorbei und so. Eine Serenade für Cäsar. Heißt die Cäsar? Cäsar? Es tönt ja eigentlich schon wie Cäsar. So. Gerne verstärken das, was zum Verstärken ist. Beziehungsweise das, wofür ich gespart habe. Einmal dich hier auf die maximale Stufe und das kostet 500 Rubine. Heilige! Ist die Animation gleich geblieben? Weil das sah mir jetzt nicht so aus. Nein, uns fehlt Prinzessin Nenzion. Herr grimmige Gottheit können wir auch maximal hochstufen. Okay. Okay, die Animation ist genau gleich geblieben. Jo. Was machen wir noch? Also ich denke mal, die restlichen Upgrades mache ich off-cam. Das ist mal Stufe 20er. Okay. Okay. Die Upgrades mache ich dann off-cam. Die restlichen. Und weiter geht's dann im nächsten Part. Lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, Leute. Tschüssi.